atmen ein und stellen mir vor, das geht hinten hoch und atme aus und nehme das von nach unten. Dann kann ich das mehr in meinem Körper verteilen, da habe ich das Gefühl, das weitet sich aus. Und das finde ich total schön, also dass das wie so mehr alle Zellen und alle Bereiche meines Körpers erreicht, indem ich das nutze. Ne? Das ist wie so ein naja, wie als hätte ich hier so einen Kessel und der brodelt. Und es ist aber eigentlich wie so ein Dampfdruckkessel. Blöd. Und dann mache ich irgendwie noch ein Ventil auf und dann kann ich das auf andere Wege leiten. Erstmal einen großen Weg, wie so eine Autobahn, und dann gehen viele kleine Wege überall hin ab. Und wenn ich da so diszipliniert bin ein bisschen und geduldig mit mir selbst so, dann erreiche ich auch wirklich viele Bereiche meines Körpers. Ne? Wenn ich faul bin, dann lasse ich diesen Kessel hier lesen und dann mach's puff und dann war's das. Und wenn ich aber diesen Weg anlege, dann ist das was einfach schöner. Also für mich, so kann ich das steigern. Also für mich, also mein eigener Genuss. Und finde aber auch, dass in unserem, also in der Verbindung zu dir merke ich, dass wenn ich mir die Zeit dafür nehme, das zu kultivieren, diese ganzen Wege zu öffnen, dass wie so Fenster aufgehen, die mich auch mehr für dich öffnen sozusagen und für unseren Austausch. Also das, wenn wir zusammen Liebe machen, also genau. Also ja, das könnt ihr euch das vorstellen oder ihr kennt es, oder? Kommt vielleicht auch noch, was mir auch einfällt, kommt vielleicht auch noch eine andere Ebene, weil ja sonst ist man schon, also wenn wir jetzt nochmal zu Epikur zurückkommen, okay, das Leben, es geht um Freude, wir kultivieren Freude, wir haben Lust und Lust ist eine kleine Form der Freude und daraus wird eine größere Freude. Ne? Wir erleben jetzt einfach ein schönes Liebesspiel und haben einen Orgasmus und das ist ja was ganz Tolles, das ist ja was Wundervolles. Ne? Aber wenn man noch eine weitere Ebene mit hineinbringt, also auch die Ebene der Heilung und der Ganzheit und diese größeren Verbindungen, wird das Ganze noch ein Stück mehr. Es wird vielschichtiger und es ist auch nicht auf die Lust angewiesen. Bedeutet, wenn die Lust mal nicht verfügbar ist, gibt es ja auch, Lust ist nicht da. Es ist ja nicht zwingend die Entscheidung, wenn man keine Lust hat, dass man keinen Sex haben darf. Es ist eine Möglichkeit, mit wenig Lust oder mit einer ja, gerade nicht vorhandenen Lust, die man, wo man vielleicht experimentiert, ob sie vielleicht ob der Appetit beim Essen kommt, dass man sozusagen erstmal ins Liebesspiel hineingeht und einfach mal guckt, was passiert. Es ist oft so, dass die Lust sich einfach entwickelt, das kennt ihr auch. Und dann hat man aber auch diese Ebene, wenn jetzt die Lust jetzt nicht das Vordergründige ist, also es ist jetzt mal gerade nicht die Lust, dann ist es vielleicht in dem Moment die Verbindung oder das Ganzsein. Dann kommen also sozusagen mehr Aspekte zusammen, die uns sozusagen in Verbindung miteinander bringen. Weil grundsätzlich würde ich schon, wenn man nicht jetzt gerade mal bewusst davon fastet, würde ich schon unterschreiben, dass es Sinn macht, sich häufig zu lieben. Also so häufig man daran wirklich Freude hat und so häufig man sich noch beschenkt fühlt und nicht unter dem Leisten. Dann macht es einfach für die Gesundheit, die Beziehung und für das eigene Körpergefühl, macht es Sinn, sich häufig zu verbinden. Ne? Wenn man merkt, es wird einem irgendwann zu viel, macht es Sinn, auch mal eine Pause einzulegen. Kann man zum Beispiel auch mal machen. Einfach mal für 2 Monate von bestimmten Sachen gefasst und einfach mal zu sehen, was passiert. Aber es ist sozusagen, dadurch gibt es andere Berührungspunkte, die einen sozusagen, ja, wo die Sexualität Sinn macht, sag ich mal. Ich muss sich ja für mich auch irgendwie, es muss sich ja noch sinnhaft anfühlen. Und es soll sich auch gut anfühlen, ich will das Gefühl haben, dass ich nicht nur jemandem anders diene, oder dass ich ein Programm abhake, sondern ich will für mich das Gefühl haben, hey, das, was ich hier tue, das hat für mich einen wirklichen Wert und den spüre ich auch. Ne? Wenn ihr mit dem Energiekreislauf in Kontakt seid, werdet ihr diesen Wert ganz konkret spüren, viel mehr als das Worte jetzt erfassen machen. Fragen erlaubt? Na, auf jeden Fall, ja, bitte. Also eine ganz praktische Frage. So die Erfahrung, dass ab einem bestimmten Punkt, wenn man miteinander zusammen ist und Sex hat, dass dann zu Anfang eine Verbindung da ist, ja, so sehr zärtlich, sehr, ja, sehr eng, ja, was ich
unheimlich toll finde. Und dann kommt dann aber von entweder ja, meiner Freundin oder von mir dann, dann kommt so ein Punkt, dann gleitet man ab, mehr, ja, stärker in Sex als in Verbindung, ja, weil dann irgendwie, ja, dann kommt irgendwas, ja, von einem oder von beiden oder wie auch immer dazu und dann soll es unheimlich sein, ja. Und das ist dann aber etwas, was, da geht dann diese innere Verbindung, ja, die geht dann, die ist dann weniger stark, sie ändert sich dann, sie ändert sich jedenfalls, ja, und es ist nicht mehr, also es ist dann stärker konzentriert auf die eigene Befriedigung, ja, habe ich das Gefühl. Also sowohl, ja, bei der Frau wie dann beim Mann, ja, und das kann sich dann ergänzen. Ich will gar nicht sagen, dass es schlecht ist, darum geht es jetzt nicht, ja, keine moralische Wertung, aber wenn ich jetzt aber lieber die Verbindung halten wollte, ja, dabei, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten zu sagen, ich möchte die Verbindung bis zum Schluss, ja? Das ist eigentlich das, was da mein, wenn ich ein Ziel hätte, würde ich sagen, ich möchte die Verbindung bis zum Schluss haben. Ja, das. Ich finde, also ich kenne das total und es gibt schon eine Menge Werkzeuge, also wahrscheinlich also noch 100-mal mehr, als ich jetzt sagen könnte, aber ich will kurz sagen, was ich dann mache. Also was mir hilft, ist zum Beispiel was zu machen, was total intim ist. Zum Beispiel, wenn man Erregung spürt, sich in die Augen zu gucken, das hilft total, dass man sich nah bleibt, zum Beispiel. Klar, ja. Also, und nie in seinen Film abzudriften, ne? So ja. Mit geschlossenen Augen. Oder, ja, mach die Partnerin die Augen zu, ja? Nee, beide. Was machst du denn da? Naja, dann kann man ja sagen, geh in Ruhe. Mach auch wieder. Naja, man kann ja darüber reden, weißt du, könntest zum Beispiel, also reden ist zum Beispiel auch was, du könntest sagen, du, ich merke gerade, die Verbindung geht weg. Meistens kommt die dann wieder, weil man plötzlich was macht, was echt intim ist und was die Nähe schafft. So. Das einfach sagen und dann sagen, lass uns mal probieren, die Augen offen zu halten und so. Und dann, so. Oder wenn man sich den Atem hin und her schickt zum Beispiel, sowas. Das. Und auch tiefer atmen. Ne? Tiefer atmen. Tiefer atmen, mehr verbinden. Langsamer machen. Erregung macht Folgendes. Erregung macht. Du atmest eigentlich nicht tief, man tendiert zum Hecheln, man atmet flacher, wenn du in der Erregung bewusst in tiefere Atmung reingehst. Also die Erregung, das ist auch, die bremst dir auch ein Stück zurück, bist sehr erregt und gehst, plötzlich merkst du, ah.